Hallöchen, Freunde, und willkommen zurück zu den Chroniken des Herrn Lord Agenten, der jetzt gerade in Hundsgrab angekommen ist. So, ich nehme mal mein Bett aus der Hand und nehme meine Hand in die Hand. Und eigentlich kann ich meine Rüstung einmal ablegen. Das ist ja hier ein offizieller Staatsbesuch, den ich abhalte. Und zwar bringe ich das Banner von Hochwellenberg in dieses Dorf und dann kann ich eigentlich auch mal einen auf Bannerträger machen. No, okay. So, und jetzt die Frage, Bürgermeistervilla. Das ist wahrscheinlich irgendwo im Zentrum. Und hier geht die Framerate wieder in die Brüche. Das ist einfach, weil ja so krass viele Leute sind, das ist unglaublich. Hier, die bricht mir hier komplett zusammen, ne? Ohne Shader funktioniert es ganz gut, aber mit Shader ist es enorm hart. Entschuldigung. Aber wenn ich hier aus dem Ballungsgebiet ein bisschen raus bin, dann funktioniert es auch wieder ganz gut. So, jetzt muss er hier irgendwo sein. Warte mal, das war doch in der Nähe. Das müsste. Ist das nicht das hier? Doch, hier ist es. Ha, guck an. Brief konnte nicht zugestellt werden, liegt beim Nachbar. Postscharf. Okay. Aha. So, eine Truhe. Liegt beim Nachbarn. Wer pfeift hier? Hm. So, ich stelle hier auch mal die Truhe mit dem ganzen Gold hin. So, habe ich denn da noch... Ich habe da nicht mal mehr genügend Platz. Das ist unglaublich, ne? Dann machen wir das so. Kopie des Originals und dann stelle ich einfach zwei Flaggen dazu. Wow. Pass auf, dann mache ich das so. Und so. So. Grüße aus Hochwellenberg, mein werter Bürgermeister. So, jetzt muss ich hier mal den Stadtplan rausholen. Ich möchte da so in diese Richtung. Dann muss ein Schiff dort vorne sein, das mich nach Rossbach bringt. Oh, da wäre ich aber nass. Huch! Huiuiui. Na gut, dann werde ich halt nass. Ein Delfin. Hallo. So, jetzt kann ich mega schnell schwimmen. Dankeschön, kleiner Delfin. Warte mal, habe ich irgendwas zum Spielen für dich? Hier, guck mal. Guck mal, guck mal, guck mal. Will er damit nicht spielen? Okay, warte, hier ein Wolleblock. Da will er auch nicht mitspielen. Aber das ist meine Wolle. Willst du doch damit spielen? Na dann spiel damit. Viel Spaß. Hast du dir verdient. So, wo geht's denn hier hin? Kurs nach XXX. Okay, kenne ich noch nicht. Hat sich noch nicht vorgestellt. Da geht's nach Rossbach. Dann Line los nach Rossbach. Stimmt nicht. Rossbach. Hä? Hochwellenberg, das ist unser Schiff, das ist die Nebelkrähe. Ach, hier geht's nochmal nach Rossbach? Na gut. Dann fahren wir mit diesem Schiff nach Rossbach. Hui. Das sieht strange aus. Das ist eine coole Karte. Okay. Habt ihr, glaube ich, was an den Augen.
So. Oh, jetzt habe ich natürlich gar kein Buch mit. Okay, steht dabei Hochwellenberg. Wo stehe ich ihm das hin? Da scheint ja so eine Art Hafenkonto zu sein, was mega gut aussieht. Mülltonne. Nee, ich stelle ihn am besten irgendwie hier vorne hin. Dann weiß er, alles klar. Da ist was. So. Banner von Hochwellenberg. Ich finde das schick. Was sagt ihr so dazu? So. Dann müssen wir nach Aber. Ach, Scheibenkleister. Zurück nach Hundsgrab. So, da drüben. Das sieht aus wie so eine Nobelgurke. Ein Nobelschiff. Das könnte aus Ava Aquatica sein. Ho. Was? Honikoi. Werft Ava. Okay. Na dann, ab nach Ava Aquatica. Stadtteil Südhafen, Fernhandels- und Fischmarkt. Zack. So. Brauche nur so ein Momentchen, bin gerade erst aufgewacht von der Überfahrt, denn aus den blauen Saphirbuchten, da komme ich. So. Hui. Halloween. Schick. Was gibt's hier denn? Oh, gibt es hier Korallen? Boah, nice. Das ist schön. So, aber, warte. Zack, ein Banner. Ist das hier Hafeneingang? Nee. Ein Banner. So. Dann kann Cedric auch hier einmal das Banner von uns haben. Diese Seegurken sind lustig. Was ist das da? Frisch aus dem Ofen. Geräucherter Lachs, heute nur 2 Silberstücke. Okay, ich habe aber meinen Geldbeutel nicht dabei. Feinste Steine zollfrei ab 5 Silber. Zollfrei, okay. Emeraldische Seide, Wähldeckerbetten. Boah, aber das mit den Korallen, das ist mega. Orgelkoralle. Wo kriegt man die denn her, sag mal? Naja. So, es wird Zeit für uns wieder nach Hause aufzubrechen. Boah, du bist ja seekrank von den ganzen Schussfahrereien hier. Huch. So, und warte mal. Ich muss meine... So. Entfernen, weil sonst ist das die ganze Zeit hier. So. Und eigentlich... Das ist das Flaken-Banner, ne? Da muss ich mal gucken. Also, wir müssen auf jeden Fall auch mal irgendwie... Hilfe! Ich bin kein Ruderer, ich bin Lord Agent. Was zur Hölle... Ich war jetzt so lange auf See, dass ich nur noch Fisch sehe, ne? Boah. Hilfe! Hilfe! Oh, vielleicht tut so ein kleiner Sprung ins Wasser ganz gut. Oh. Oh mein Gott, so viele Fische! Und dann beschwert sich hier einer wegen Überfischung. Guckt ihr das an? Hüpf. So. Ja, ich bin wieder zu Hause. Danke, Kevin. So, auf jeden Fall die ganzen Banner, die müssen wir uns mit aufhängen. Ich bin gerade am Überlegen, ob das Sinn macht, oben bei uns im Rondell da die ganzen Banner aufzuhängen. Warte, halt, stopp. Einmal kurz über die Mauer hier geklettert. Und dann brauche ich mein Bettchen gleich. Jetzt ziehe ich mich mal wieder an. Wer weiß, was hier alles passiert. Ja, hallo, grüß Gott. Ja, ja, ich habe das Banner habe ich abgegeben. Nee, du hast doch keine neuen Dinger. So, hier geht das langsam vorwärts. Und dann sage ich erstmal gute Nacht. Oder wenn es denn ginge.
So, gut, acht. Hm. Türen sind geschlossen zu halten. Gute Nacht. So, guten Morgen. So, wie viele Banner haben wir noch? Wir haben noch 14 Banner an der Zahl. Du kommst mal mit. So. Was? Wie, Flapsi? Da kam eine... Ja, okay. Ich kümmere mich da gleich drum, okay? Jetzt kam schon wieder eine Flapsi. Mann. Ich komme heute zu nix. Zu nix. Naja. So, somit können wir jetzt dann alle Banner aufhängen, die ich so finde. Nee, ich habe erst überlegt hier drin, aber... So, pass mal auf. So, unsere eigenen Banner, die kommen hier... Das kommt hierher. So, dann haben wir das Banner von Ava Aquatica. Jetzt habe ich die Schilder natürlich vergessen. Habe ich hier noch... Ja, guck dir das an. Da ist die Schildmanufaktur wieder fleißig gewesen. So, das ist... Ava Aquatica. So. Hoch Wellenberg. Für Touristen und so, weißt du? Wo habe ich die ganzen anderen komischen Banners? Sag mal. Haben wir hier nochmal eine Kopie von gemacht. Ja, das kann ich jetzt halt nicht umbenennen, ist egal. Nee, wo habe ich... Ach, warte, ich glaube, ich weiß wo. Ich weiß wo. Unten bei den Willkommensgeschenken müssten die drin sein, theoretisch. Na, was denkt ihr, was steht in der Flapsi drin? Komme zum Marktplatz. Die Güter sind schon wieder alle ausverkauft. Oder bestimmt irgendwie sowas. So. Ach nee, hier. Das Banner des Mojang, der Banner des Spawns, von zwei Brücken, Wüstenrose Fernweh, ein weißes Banner und ein grünes Banner. Okay, liebe Leute, da müsst ihr mir helfen. Ich weiß nicht, wem die Banner gehören. Schande über mein Haupt, aber ich bin mit den Häusern dieser Welt nicht so vertraut, dass ich die Banner und die Sprüche weiß. Zwinker, zwinker. Ich hänge sie mal auf. Und mal gucken, dann könnt ihr mir bestimmt helfen, das rauszufinden. So, weil dann, pass auf. Das sind meine Banner, das sind meine Banner. Das Banner des Spawn, das ist ja dann eher... Hier und Mojang. So, das ist Mojang. Spawn. Spawn. So, zwei Brücken. Zwei Brücken. Dann haben wir hier Wüstenrose Fernweh. Da fangen wir hier drüben an. Ist das dieselbe Höhe? Nee, eins höher. Oh. So, wieder ein Schuidel. Wüstenrose Fernweh. Dann haben wir hier noch ein grünes Banner. Das nennt sich jetzt erstmal grünes Banner. Dann haben wir hier noch ein weißes Banner. Das nennen wir ganz normal weißes Banner. So, und dann haben wir hier alle aufgehangen.
Erstmal. Da werden natürlich noch mehr kommen. Die werden dann hier noch schön verteilt. Aber jetzt muss ich mal gucken, ob das funktioniert, wenn ich den wegmache. Ob ich den hier oben hinhängen kann. Schade, nein. Okay. Die Helden des Dreielbenlandes. So, das ist das, das ist das. Ich höre ein Monster. Nur, wo ist es? Hallo? Oh, wir sollten dann vielleicht auch hier ein neues Buch mit einlegen. Oh, hier hinten wäre natürlich auch schön gewesen. Wie viel Platz haben wir denn da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Banner könnte man da herhängen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na mal gucken, wenn wir auf 12 Banner kommen, beziehungsweise 13, 14, da können wir doch hier drin die Banner eigentlich machen. Nee, machen wir nicht. Machen wir nicht. Wir machen jetzt was anderes. Okay, wir machen schon mal Unfug. Und zwar, wir nehmen einfach das, was blaues Banner heißt. Nee, ein bisschen tiefer. Und hängen die daher? Oh, ist so schick. Schickimicki, würde ich sagen, ne? Passt so. Ausgezeichnet, ausgezeichnet. Huch. So. Unser Banner muss natürlich höher hängen, ne? Versteht sich von selber. Ach Mist, ist ja keine Mitte. Okay. So, dann lassen wir die restlichen Schilder mal wieder hier. Die Truhe können wir auch hier lassen. Nö, können wir nicht. Doch, können wir. So, Truhe hier gelassen. Ja. Und die anderen Banner, die lege ich jetzt einfach mal unten bei mir in die Truhe mit rein. So, wo ist denn der Horst hin? Ist er jetzt wieder zurück zum Dorfkern oder was? Da steckt er. Dich habe ich gehört, Kollege. Wo kommst du eigentlich her? Irgendwann des Nachts wieder hier reingegangen, wa? Oh, eine Kartoffel. Der ist ja nett. Apropos Kartoffel, wir haben gar kein Kartoffelfeld, Freunde. Wir haben kein Kartoffelfeld und auch kein Möhrenfeld. Das heißt, da müssen wir vielleicht auch bald mal gucken, dass wir da was machen. So, die kommt erstmal wieder rein. Was wollte ich noch? Ach ja, die Banner. Magenta-Banner, was habe ich hier noch? Enderstäbe, zweimal Herz des Meeres, Dorfabstimmung, das sind die Originale. Elytren, sehr gut. Gut, als nächstes, die Wolle packe ich hinten wieder in die Dings rein. Und hier müsste jetzt genau, das ist schön. Ja, ich habe den Weg wieder heile gemacht, da kannst du noch so aus deinem Fenster rausplären, ich soll ruhig sein. So, ja, ich komme ja gleich. So, die Wolle wieder hier rein. Wie viele Scheren sind hier noch drin? Ah, okay, das reicht. So. Hallo, ihr lieben Bürger. Ja, was ist denn hier los mit Flapsi? Ne Flapsi von Opa Zeron, ja? Ich soll nach Tarneberg. Was soll ich denn in Tarneberg? Da gab es ein Unglück. Die brauchen Hilfe. Was brauchen die denn in Tarneberg? Steine? Könnt ihr besorgt was? Okay. Dann besorgt ihr mal Steine. Ich besorg Truhen. Die haben Probleme in Tarneberg. Wer war denn in Tarneberg, sag mal? Wer war denn Bürgermeister da? Lass mich... Entschuldigung, wer war denn hier Bürgermeister von Tarneberg? Logan von... Der Pirat? Okay, Logan von Blaubart war... Oder ist dort Bürgermeister? Also ich besorg Truhen, habe ich gesagt.
Ich besorge Truhen. Gut, dass ich meine Truhe erst weggeworfen habe, ne? So, pass auf, dann machen wir uns hier mal... Ich weiß gar nicht, wie viele Truhen brauche ich denn? Die haben gesagt, die besorgen eine ganze Menge. Da bin ich mal gespannt. Ich mache jetzt einfach mal hier... So, 16 Kisten. Sollte doch mal reichen an Material, hoffe ich doch mal schwer. Und dann muss ich jetzt erst dann nochmal eine Runde pennen gehen. Und Freunde, für euch ist es jetzt dann auch an der Zeit, auszuschalten, ne? So. Ich gehe eine Runde in die Pofe und dann gucken wir mal, was die Jungs hier zusammensammeln an Gestein, das wir dann nach Terneberg bringen. Ich sage vielen lieben Dank fürs Einschalten, fürs dabei sein und fürs Zusehen. Hoffe, ihr seid das nächste Mal mit dabei, wenn wir gucken, wie wir denn nach Terneberg kommen. Ne? Jo. Und bis dahin wünsche ich euch was. Macht's gut. Tschüssikowski und gute Nacht.